Look des Tages vom 28. Februar 2018. Einen klassischen Auftritt legte Katharina Witt 52 bei den Laureus World Sports Awards in Monaco hin. Die ehemalige Eiskunstläuferin bezauberte in einer nachtblauen Robe, die teilweise mit Spitze bestickt war. Die eingearbeiteten Schulterpolster gaben dem Kleid einen modernen Look. Abgesetzte Glitzernähte umspielten Witts tolle Figur und auch der enge Schnitt schmeichelte ihren Kurven. Dazu trug die 52-Jährige eine passende dunkelblaue Klatsch mit dezentem Blumenmuster. Ihre vollen Haare stylte sie offen und nach hinten geföhnt. Das ließ ihr Gesicht strahlen, welches sie nur dezent schminkte. Ihre Augen waren leicht dunkel betont und passten sich somit dem Rest des Looks perfekt an. Witt wählte nudelfarbene Pitos, die das Bein optisch verlängerten. Auch ihren Schmuck stimmte sie passend zum Rest ab. Der funkelnde Ring an ihrem Finger griff das Glitzer in ihren Details am Kleid auf. Die roten Nägel waren nochmal gekonnte Eyecatcher, die alles stimmig abrundeten. Spot on News.